Hallo ihr Lieben, jetzt ist es endlich soweit, unser Webinar zum Thema ätherische Öle für Pferde. Ich hoffe, ihr habt es euch schon gemütlich gemacht mit was zum Trinken. Ich habe hier eine Tasse Tee, Kurkuma-Tee mit Rosenblüten und Holunderblüten und einen Schuss Kokosmilch, super, super lecker. Also ich bin total bereit jetzt. Und ja, ätherische Öle für Pferde, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Nein, bin nämlich schon seit ich 5 Jahre alt bin komplett Pferdeirre und habe angefangen mit 5 Jahren zu reiten. Vorher waren Pferde natürlich auch schon eine Riesenliebe für mich. Wir haben derzeit 3 Stück davon, 3 Walachen, also so eine Junggesellenbude haben wir hier gleich neben am Haus. Die Koppel schließt fast direkt an unser Haus an. Wir haben auch derzeit noch eine Hundedame, die Juma, die hier auf den Fotos zu sehen ist. Dann haben wir noch 4 Hühner. Also bei uns ist immer ganz, ganz viel Getier unterwegs. Das gehört unbedingt für uns auch dazu. Außerdem bin ich ärztlich geprüfte Aromafachberaterin, kraniosakrale Omnipathin, Certified Masterson Method Practitioner. Die Masterson Method oder die Masterson Methode ist eine Körperarbeit für Pferde, ganz, ganz großartig. Da kann ich nur jedem empfehlen, sich mal das Buch von Jim Masterson anzusehen. Also ist für jeden Pferdebesitzer eigentlich ein absolutes Muss, finde ich. Und ja, deshalb, weil ich ja ätherische Öle nicht nur für mein Wohlbefinden verwende, sondern auch für meine Tiere, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch euch das so weitergeben kann. Aber was sind ätherische Öle überhaupt? Und es kann gut passieren, dass hier hinter mir hin und wieder die Frau Hund eben auf und abläuft. So ist das halt, wenn man von daheim arbeitet. Also ätherische Öle bestehen aus den sogenannten flüchtigen aromatischen Komponenten einer Pflanze. Und das ist einfach nur kompliziert ausgedrückt dafür, dass das, was letztendlich im Ölefläschchen landet, auch das ist, was die Pflanze duftend macht. Das heißt, das ist schon die Pflanze sehr, sehr komprimiert, sehr konzentriert. Und man sagt ihnen auch nach, dass sie eine 50- bis sogar 80-fache intensivere Wirkung als getrocknete Kräuter haben. Wichtig auch noch bei ätherischen Ölen ist natürlich, sich über die Qualität Gedanken zu machen. So mit vielen anderen Dingen im Leben. Aber ganz, ganz wichtig bei ätherischen Ölen, weil sie halt so hoch konzentriert sind. Und dazu muss man eines sagen. Es gibt keinen international allgemein gültigen Standard für Qualitätsbestimmung ätherischer Öle. Das bedeutet, jede Firma entscheidet selbst, ob sie testet, was sie testet und wie genau sie testet. Und ihr werdet dann auch sehen, dass ich arbeite nur noch mit einer einzigen Marke zusammen, das ist doTERRA, denn die haben diesen CPTG, das ist Certified Pure Therapeutic Grade oder auf Deutsch zertifiziert puren therapeutischen Grad. Und das ist jetzt nicht nur für mich wichtig, wenn ich es für mich anwende, sondern noch einmal deutlich, deutlich wichtiger, wenn ich es natürlich auch an meinen Tieren anwenden möchte. Wie kann man ätherische Öle anwenden? Also einerseits natürlich sogenannt aromatisch, man sagt auch Inhalation dazu. Das ist einfach alles, was mit Riechen zu tun hat. Das ist manchmal direkt aus der Flasche zu riechen oder einen Tropfen zwischen den Handflächen zu verreiben, das dann anzubieten, also hier entweder selbst oder den Pferden zum Beispiel unter den Nüstern zu halten. Dann kann man natürlich mit so einem Diffuser auch zerstäuben. Das ist so ein Kaltzerstäuber. Da gibt es einige Leute, die es tatsächlich auch schon im Stall gemacht haben. Oder man tropft es auf ein Stoffstück, oder auf auf die Decke zum Beispiel des Pferdes. Oder man macht einen Raum- bzw. Boxenspray draus. Äußerlich kann man sie auch anwenden, entweder im Fell verstreichen. Und keine Sorge, also die Haare, die wirken schon wie so Trichter. Also die Haare ziehen das dann auch in den Blutkreislauf rein. Deshalb ist es ja so wichtig auch für uns, je nachdem, was wir für Pflegeprodukte verwenden, dass wir gute, hochwertige Sachen verwenden. Alles, was wir auf uns auftragen, geht auch in unseren Blutkreislauf rein. Auftragen auf Gelenke natürlich ist auch ein Thema. Auf kleine Wunden, zur Insektenabwehr verwendet man es natürlich gerne auch äußerlich. Auch auf den Hufen und im Grunde ziemlich überall, was so äußerlich der Körper ist. Und innerlich ist auch eine Möglichkeit, allerdings dann nur in sehr, sehr kleinen Mengen, denn einmal nur so zum Vergleich. Ein Tropfen reines ätherisches Pfefferminzöl entspricht von der Wirkung her etwa 28 Tassen Pfefferminztee. Und 28 Tassen Tee ist auch für ein Pferd schon ganz schön viel. Deshalb verwendet man immer nur kleine Mengen und natürlich nur eben diese CPTG-Qualität. Also gerade wenn es auch äußerlich, bin ich sehr, sehr heikel. Eigentlich auch, wenn es ums Riechen geht, also auch synthetische Stoffe einzuatmen, ist, finde ich, sehr, sehr gefährlich. Aber besonders, wenn es um die innerliche Anwendung geht, was wirklich dann sehr, sehr ratzfatzschnell in den Blutkreislauf gelangt. Also da muss die Qualität unbedingt passen.
dann kann man sich bei den Tieren, eigentlich sogar bei uns selbst auch, diese sogenannte Selbstselektion sehr, sehr gut zunutze machen. Da gibt es sogar einen wissenschaftlichen Ausdruck dafür, beziehungsweise eine Wissenschaft, die sich so nennt, das ist die Zoopharmakognosie. Das ist eben die Wissenschaft der instinktiven oder angelernten Selbstauswahl von Heilmitteln. Und damit meint man, dass Pferde ganz genau wissen, was sie gerade in einer Situation brauchen oder dass sie es gelernt haben von der Mutterstute zum Beispiel. Oh, in während der Situation fresse ich dieses und jenes. Also unterm Strich meint man damit, das Pferd sucht sich selbst aus, was gerade zur Situation passt. Und bei der Selbstselektion, da macht man einfach Folgendes. Und es ist wirklich gar nicht mal so kompliziert. Man bietet zum Beispiel die Flasche oder nur die Verschlusskappe des Öls an und schaut mal, wie das Pferd darauf reagiert. Man könnte auch zum Beispiel sogar nur ein verdünntes Öl zwischen den Fingern verreiben oder manchmal nur ganz zart über die Flasche drüber fahren, verreiben, ein bisschen einziehen lassen und dann erst anbieten. Oder man verwendet ein Stück Stoff, tröpfelt was drauf und bietet das dann an. Oder einen Diffuserplatz. Man stellt irgendwo einen Diffuser zum Beispiel auf einem Putzplatz auf oder wenn man irgendwie einen überdachten Freilaufstall hat, dann kann man einen Diffuser wohin stellen. Sollte man halt darauf achten, dass der nicht kaputt geht, wenn die Pferde ein bisschen damit zum Spielen anfangen. Und schaut einfach, wie die Tiere darauf reagieren. Suchen sie die Nähe des Öls. Ganz, ganz wichtig ist einfach, dass jedes Pferd eine andere Sensibilität hat. Das hängt von Alter, vom Charakter und auch von der Rasse ab. Also Wildpferderassen zum Beispiel sind sehr, sehr viel sensibler als Pferd, die einfach schon aus einer langen Zucht stammen, die für den Menschen gemacht worden ist. Und bei einem Mustang zum Beispiel verwende ich eine deutlich kleinere Menge, als man es zum Beispiel bei einem Warmblut oder sogar bei einem von meinen Quarter Horses verwendet. Und die Zustimmung, wie zeigen die Pferde jetzt, ist das passend für mich oder ist es nicht passend? Also Zustimmung ist zum Beispiel ein längeres, interessierteres Schnüffeln. Also wirklich mal rankommen auch. Und man merkt dann schon, es ist ihnen irgendwie angenehm. Manchmal machen sie auch Pausen dazwischen, dann kommen sie aber immer wieder. Oder es ist dann sogar das Ablecken von den Fingern, wenn man es auf den Händen anbietet. Bei Pferden ist auch interessant, die testen mal mit einer Nüster. Und wenn es gut ist, dann nehmen sie meistens die zweite Nüster dazu. Wenn die eine schon sagt, die eine sagt, das ist nichts, dann probieren sie auch gar nicht mit der zweiten. Also das ist meistens sehr, sehr eindeutig. Ablehnung ist oft ganz klassisch. Den Kopf wegdrehen, einfach weggehen, sich einfach nicht mehr damit befassen wollen, anlegende Ohren, so ein richtiges Gesicht und natürlich eine Erhöhung der Körperspannung. Also auch hier merkt man, Pferd mag nicht so gern. Wie gesagt, es kann manchmal vorkommen, dass ein Pferd mal probiert, dann mal kurz zurücktritt, quasi überlegt, das ein bisschen auf sich wirken lässt und dann wieder hinkommt. Dann muss man manchmal wirklich oder man muss eigentlich immer mit viel Zeit und mit viel Ruhe und Entspannung an die ganze Sache rangehen und sein Pferd sehr, sehr genau einfach lesen. Und Ablehnung kann einfach auch wirklich durch einen zu intensiven Reiz entstehen. Dann verwendet man einfach eine kleinere Menge oder bietet das Öl nur in Verdünnung an. Und ich würde jetzt meistens nicht mehr als 3 Öle hintereinander anbieten für eine Situation. Wenn da nichts dabei war, dann macht man einfach eine Pause von ein paar Stunden und probiert es dann noch einmal. Aber man möchte nicht haben, dass die Pferde dann einfach so schnell überreizt werden. Und hier auf dem Foto, zum Beispiel auf dem Bild, sieht man ganz schön eine Stute, die eigentlich recht gut, recht eindeutig eine Zustimmung zeigt. Also wirklich so tief in die Hände rein inhaliert hat. So als allgemeine Sicherheitshinweise gilt natürlich, nur kleine Mengen ätherischen Öls verwenden. Verdünnen, auch wenn man es aufträgt, da sage ich mal so als Daumen mal Pi, ein Esslöffel Trägeröl und dann 2 bis 5 Tropfen ätherisches Öl drauf und dann davon eine kleine Menge verwenden. Wie gesagt, da kommt es auf das Öl an, da kommt es auch darauf an, wie sensibel ist das Tier, wie jung, wie alt ist das Tier. Und ganz, ganz besonders bei heißen Ölen verdünnt man sehr stark. Da kommen wir dann später noch ein bisschen darauf zurück. Ich würde es auch eher nicht in Inhalationsgeräten verwenden. Ich kenne einige Leute, die sehr gute Erfahrungen damit haben. Aber gerade am Anfang würde ich zum Beispiel nur, wenn das Pferd das quasi inhalieren soll, über die Hände das anbieten. Denn beim Inhalationsgerät kommt auch das Tier nicht aus. Und das kann schnell mal zu intensiv werden. Also auch hier zum Beispiel mit ganz, ganz mini Mengen. Also vielleicht nur einen Zahnstocher in die Flasche einführen und damit dann durch das Wasser von dem Inhalationsgerät rühren. Aber vielleicht nicht beim ersten Mal. Und unbedingt, wenn ihr das wollt, aus welchem Grund auch immer, dann sehr, sehr genau das Tier beobachten, dass man auch mal sagen kann, okay, es reicht ihm jetzt einfach. Natürlich, wie immer bei bestehenden Krankheiten, vorher mit dem Tierarzt abklären, denn ätherische Öle sind wie nichts auf der Welt, kein Ersatz für irgendeine medizinische Betreuung. Und wichtig auch, dass man natürlich nicht direkt in den Ohrkanal oder in die Augen tropft. Ja, und dann gehen wir noch ganz kurz ein paar meiner Lieblingsöle für Pferde durch, zum Beispiel Pfefferminz. Also einer meiner Jungs, der liebt Pfefferminz wahnsinnig. Der verfolgt einen richtig, wenn man das Pfefferminzfläschchen einstecken hat.
Und Pfefferminz ist eben kühlend, es unterstützt die Verdauung. Bei Hitze ist ein guter Trick mit Pfefferminz einfach 1 bis 2 Tropfen im Nacken, so kurz hinter den Ohren, bei den Pferden verreiben. Das kühlt sie dann nämlich auch schon runter. Das funktioniert übrigens auch bei uns. Also das heißt, wer mal auf einem Turnier ist oder so oder gerade Wanderritt unterwegs und man merkt, den Kreislauf wird schon anstrengend, dann einfach die 1, 2 Tropfen selbst in den Nacken verreiben und dann merken, boah, wie sich das wie so eine Klimaanlage für unterwegs anfühlt. Lavendel, auch ein ganz tolles Öl, ist sehr, sehr beruhigend. Da mögen sehr viele wahnsinnig gern, vor allem vor Stresssituationen. Das kann der Tierarztbesuch sein, das kann ein Transport zum Beispiel sein. Also da kenne ich die Situation von einem Pferd, was immer wahnsinnig gestresst war beim Hängerfahren. Der wurde einfach vorher mit ein paar Tropfen Lavendelöl auf der Brust eingerieben und seitdem ist es kein Thema mehr, kriegt immer so ein bisschen Lavendel drauf und seitdem steigt er auch trocken, nicht mehr komplett fertig zittern und nass geschwitzt aus dem Hänger aus. Ich verwende es auch sehr, sehr gern zur Wundpflege und auch zur Abwehr von Insekten. Also es gibt einige Insekten, die mögen den Lavendelgeruch gar nicht. Und natürlich selbst als Reiter kann man es auch genau für dieselben Sachen verwenden, auch zur Beruhigung, wenn es steht irgendwie eine Prüfung an oder so, man fühlt sich da nicht so wohl oder ist durch irgendetwas eher gestresst beim Reiten, dann ist es schon gut, wenn man ihn auch selbst als Reiter verwendet. Zitrone ist zum Beispiel luftreinigend oder gegen Klebriges im Fell. Ich verwende es auch wahnsinnig gern für Humuföle beziehungsweise für mich selbst einfach zur Aromatisierung von meinem Trinkwasser, von meinem Leitungswasser. Also das ist auch so ein bisschen ein Allrounder. Schmutziges Silber, vor allem echtes Silber, also wer Silberbeschläge zum Beispiel hat von uns Westernreitern, kann man mit ein bisschen Zitronenöl und einem weichen Lappen wunderschön wieder glänzend machen und sauber kriegen. Und Teebaum ist zum Beispiel Teil meiner Wundmischung, da habe ich dann später das Rezept auch nochmal erwähnt. Die Wundmischung ist Lavendel, Weihrauch und eben Melaleuca, der Teebaum mit etwas fraktioniertem Kokosöl zum Beispiel. Ansonsten verwende ich es eben auch ganz gern, wenn mal Bisse oder sowas am Pferd, irgendwelche Insektenbisse und auch zur Insektenabwehr. Also auch das ist etwas, was Insekten nicht so gern haben, wenn ein Pferd zu Strahlenfäule zum Beispiel neigt. Also auch dann tropfe ich Teebaum ganz gern drauf. Frankincense ist der Weihrauch, der unterstützt super die Zellerneuerung, das heißt, der ist toll für die Gelenke und er ist auch narbenentstörend. Also wer ein Pferd hat, das zum Beispiel einen Heißbrand bekommen hat, oder selbst eigentlich bei einem Kaltbrand würde ich vielleicht ein bisschen dann damit arbeiten, weil auch das vernarbend ist trotz allem. Und da kann man auch diese Brandstelle damit, und zwar für alle, die vielleicht nicht ganz so mit Pferden sich auskennen, hin und wieder ist es gezüchtet, die machen eben einen Brand, das ist auch nicht mehr überall erlaubt, aber wie gesagt, in manchen Ländern sehr wohl auch noch und da gibt es immer verschiedene Stellen, der Hals, zum Beispiel die Hinterhand, Schultern und das kann dann schon hin und wieder auch so in der Beweglichkeit ein bisschen Probleme machen. Da würde ich dann einfach mit Weihrauch und einem Trögeröl einfach regelmäßig diese Stelle einmassieren, um das Gewebe auch wieder zu erneuern und weicher zu machen. Und wenn Gelenksbeschwerden ein Problem sind, also auch dann kann man schauen, möchte das Pferd das gerne ablecken von der Hand oder kann man das dort einreiben, vor allem bei älteren Tieren zum Beispiel. Also ein tolles Öl, nicht umsonst, der Weihrauch schon seit Jahrtausenden bekannt für seine tolle Wirkung. Oregano ist super unterstützend für das Immunsystem, aber ein sehr heißes Öl, das heißt, das muss man immer stark verdünnen. Auch hier muss man aufpassen, wenn man es den Pferden anbietet, da würde ich es auch nur in Verdünnung machen, weil es einfach sehr, sehr scharf schmeckt. Die Pferde, die haben da überhaupt kein Problem damit. Aber ich würde immer in erster Linie mal vorsichtiger anfangen und dann sich langsam herantasten, wo sozusagen das eigene Limit ist. Also das ist auch etwas, was man so verdünnt verfüttern kann, wenn gerade neue Pferde in den Stall gezogen sind auch oder wenn das Pferd mit irgendeinem Keim vielleicht zu tun hat. Aber da und dann unbedingt, wenn das Pferd auch in tierärztlicher Betreuung ist, einfach mit dem Tierarzt vorher abklären. Für mich selber ein tolles Öl. Wenn ich irgendwie mit Infekten zu tun habe, dann schmiere ich mir das wahnsinnig gern auf die Fußsohlen zum Beispiel, weil Fußsohlen sind sehr unempfindlich, sind weit genug von der Nase weg und Oregano ist nicht der allerbeste Geruch. Und lasse dann so meinen Körper auch ein bisschen mit der Hilfe des Oregano arbeiten. En garde. Sogenannte schützende Mischung ist auch ganz toll immununterstützend und luftreinigend. Da kenne ich einige Leute, die wirklich einen Diffuser mit On Guard in den Stallgassen aufgestellt haben, um die Luft zu reinigen, weil wenn was umgegangen ist, Husten umgegangen ist und so weiter, um zu schauen, dass möglichst alle halt dann noch, die gesund waren, auch gesund geblieben sind, beziehungsweise dass einfach die Auskurierungszeit viel kürzer dann war. Und ja, das kann man auch selbst für sich verwenden. Es gibt auch einige Pferde, die fressen es sehr gern, lecken es sehr gerne ab. Das ist schon ein bisschen, hat eine gewisse Schärfe.
Aber da verwende ich es auch ganz gern zum Beispiel als Spray für Sattelzeug, also wer mit mehreren Pferden zu tun hat, zum Beispiel auch in Trainingsbetrieben ist es ein tolles Öl, um gewisses Sattelzeug auch immer wieder damit einzusprühen oder Putzzeug damit einzusprühen. Also einfach so etwas, um möglichst viel, was man nicht haben will, fern von sich zu halten. Also On Guard ist schon nicht umsonst der Name. Breeze, die Atemwegsmischung, ganz, ganz viel verwendet bei Pferden, denn großes Pferd, große Lunge, großes Risiko für Probleme immer wieder, gerade in der modernen Pferdehaltung, weil einfach immer noch viel zu wenig Frischstoff trotz allem zusammenkommt, die Pferde zu wenig draußen sind, beziehungsweise staubiges Heu manchmal nicht optimal gelagert wird, Schimmelpilze, ach mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, wo was passieren kann. Also wenn Atemwege fürs Pferd ein Thema sind, dann einfach mal das Breeze anbieten. Und hier reicht echt so ein, zwei Tropfen zwischen den Handflächen bereiten, unter die Nüstern halten. Und da beobachtet man ganz oft, dass die Pferde kommen. Sie nehmen dann so richtig so einen tiefen Atemzug. Manchmal treten sie dann mal kurz zurück. Dann kommen sie wieder her, nehmen einen Atemzug. Und dann, sage ich nur so als Tipp unter uns, ein paar Schritte zurück machen. Denn wenn sie dann abschnaufen, dann kann es echt passieren, dass da ganz, ganz viel Zeugs runterkommt. Das ist ja im Grunde auch wünschenswert. Also bei Pferden mit Atemwegsthemen unbedingt mal Breeze versuchen. Die Blume ist die sogenannte lindernde Mischung, die ist toll für Gelenke und Muskulatur. Es ist Wintergrün enthalten, Achtung, das steht auch auf der Dopingliste. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel von so einem Tropfen die Blume zum Beispiel dann im Grunde an Wintergrün im Blut zirkuliert. Es ist wahrscheinlich deutlich unter dem Wert, der zum Beispiel bei Doping oben auffallen würde, beziehungsweise Probleme machen würde. Aber zur Sicherheit würde ich das entweder erst nach einem Wettkampf verwenden oder mit dem Turniertierarzt vor Ort abklären. Aber toll für Gelenke und Muskulatur, auch für ältere Pferde. Und gibt es auch so als praktische Salbe, das ist manchmal auch sehr praktisch für die Pferde. Und auch das Öl kann man wunderbar verdünnen und dann auch anwenden. Oder selbst als Reiter. Wer mal, sagen wir mal, Abflug gemacht hat vom Pferd und man merkt, dass, oh Gott, da Muskel tut schon weh, dann unbedingt sofort die Blut drauf und dann ist es einfach, man fühlt sich viel, viel schneller wieder wohl, kann viel schneller wieder aufs Pferd steigen. Also das sollte man eigentlich immer zur Hand haben. Dann Digest Zen wird auch genannt Zen-Gest. Also bei uns im deutschsprachigen Raum läuft es unter dem Namen Zen-Gest, ist die Verdauungsmischung und die ist unterstützend für Magen und Darm. Und auch da haben Pferde ja schnell mal Probleme, eben auch teilweise durch Haltungsbedingungen und das liebt auch einer von meinen Pferden sehr, sehr gern zum Ablecken von der Hand zum Beispiel. Der nimmt es auch wahnsinnig gern im Futter. Man kann sie aber manchmal einfach nur auf den Bauch auftragen. Und das ist immer, wenn einer ein bisschen dazu neigt, so Blähungen zu haben, Pferde mit Kolikneigung, einfach mal anbieten und schauen, was sie dazu sagen. Kotwasser, also ja, wer Pferde hat, der weiß ganz genau, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo es in der Verdauung nicht ganz so rund rennen kann. Und auch selber für uns als Menschen, tolles, tolles Öl für die Verdauung. Dann Terra-Shield vielleicht auch noch, das ist die Insektenabwehrmischung, die ist vor allem super gegen Zecken und Gelsen. Und die kann man verdünnen, beziehungsweise gegen die Zecken, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich trage es einfach auf, denn zum Beispiel einer von unseren Pferden hat so einen stärkeren Behang. Das heißt, so im Frühjahr, da kraxeln die Zecken besonders gern rauf. Und dann reibe ich ihn einfach morgens, bevor sie auf die Weide kommen, mit so je ein, zwei Tropfen pro Bein mit diesem Terra-Shield, das ist auch schon vorverdünnt, ein und dann erst auf die Weide raus. Und dann merke ich einen riesen, riesen Unterschied, dass man dann, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenig Zecken mit heimbringt. Aber meistens graust denen so davor, dass sie gar nicht erst am Pferdebein sich irgendwie festhalten wollen. Dann gibt es von dem On Guard, das war diese Immunmischung, auch so Haushaltsprodukte. Und die finde ich ganz, ganz toll, weil man ja zum Beispiel die Satteldecken auch mal waschen muss. Beziehungsweise das Putzzeug und die Bandagen. Das ist ja schön, wenn man sich um viele natürliche Sachen mit seinen Pferden kümmert. Aber wenn man dann daheim dieses hochsynthetische Waschmittel verwendet, was ja dann auch gerade die Satteldecken, auch beim Schweiß und so sehr, sehr viel von den Hautporen aufgenommen wird, diese ganzen synthetischen Mittel, dann würde ich sagen, warum nicht einfach auch ein natürliches Waschmittel verwenden? Und hier kann ich nur das On Guard empfehlen. Vor allem, es ist auch ganz, ganz super, um Gerüche rauszubekommen aus Textilien. Das heißt, wenn man so eine stinkende Decke hat, eine stinkende Pferdedecke, dann riecht die schon nach dem ersten Mal waschen gar nicht mehr so intensiv. Ja, hier sind noch ein paar Rezepte, zum Beispiel für Hufbalsam. Hier würde ich einfach ganz normales, natives Kokosöl erwärmen, bis es flüssig ist. Dann Rosmarin, Lavendel, Weihrauch, Zitrone eintropfen. Da würde ich einfach so je 2 Tropfen pro 10 Milliliter Kokosöl verwenden. Wenn es 3 Tropfen mal werden, also das ist auch kein Problem. Und das dann einfach in einen verschließbaren Glasbehälter füllen und auskühlen lassen. Dann wird sie wieder so ein bisschen fest bei Zimmertemperatur.
Und dann würde ich einfach, sobald die Hufe feucht sind, bei Bedarf dann auch Kronrand und den restlichen Huf einreiben damit. Also befeuchten den Huf und dann diesen Hufbalsam einreiben. Wie gesagt, meine Mischung für kleine Wunden ist zum Beispiel Teebaum, Lavendel und Weihrauch zu gleichen Teilen. Die kann man auch eventuell mit Trägeröl arbeiten. Und als Fliegenspray hat sich ganz gut bewährt, auch wenn es nichts gibt, meiner Meinung nach, was wirklich tausendprozentig funktioniert. Aber hier wären sie zumindest weniger. 6 Tropfen Lemongrass, 4 Tropfen Rosmarin, 5 Tropfen Lavendel, 2 Tropfen Pfefferminz und 4 Tropfen Arborvitae, das ist der sogenannte Lebensbaum, auf ca. ein Viertel Liter Wasser. Unbedingt in einer Glassprühflasche, also immer ätherische Öle im Glas aufbewahren. Und da muss man es halt, man kann noch ein kleines bisschen Alkohol dazu tun, aber das habe ich irgendwie nicht ganz so gern. Ich schüttle es einfach immer kräftig, bevor ich es verwende und aufsprühe. Und es riecht auch wirklich nicht so schlecht wie viele andere Dinge, die man bekommt. Und man darf ja nicht vergessen, sehr, sehr viele Fliegensprays enthalten Nerventoxine eben auch, damit die Insekten das sehr, sehr meiden oder gar nicht so gut vertragen. Aber das geht ja auch ins Blut dann von den Pferden. Also wenn es möglich ist, dann immer was Natürliches verwenden. Und jetzt möchte ich noch ein paar Fotos mit euch teilen, also von eigenen Erfahrungsberichten. Hier zum Beispiel seht ihr meinen Burschen, den Striezel. Das war vor nicht ganz 3 Jahren, 9. Oktober 2014, komme ich morgens zum Füttern raus. Was sehe ich hier schon? Dickes Auge. Der hatte sich irgendwo in der Nacht, keine Ahnung wo und wie, aber hier so ein Loch genau neben das Auge gestanzt. Naja, was kann man in so einer Situation machen? Es war schon Heustaub und so ein Dreck drinnen. Tierarzt rufen, ja, bin ich eh in guter Verbindung mit denen, dachte ich mir mal, na gut, jetzt muss man mal schauen, dass die Wunde ein bisschen sauberer wird. Nähen war natürlich längst nicht mehr möglich, vor allem so am Auge zu nähen, also das ist schon was sehr, sehr Heikles, da muss man das Pferd wirklich ablegen und so, das war mir klar, das sollte eigentlich im Idealfall von selbst zu heilen. Habe ich mal mit kolloidalem Silber gespült, dann mit meiner Lieblingswundmischung, mit dem Lavendel, Teebaum und Weihrauch dann betupft und hier sieht man so am zweiten Tag, war schon trockener die Wundränder, aber man sieht auch noch, es kam noch immer so ein bisschen ein Eiterbatz dann übers Auge immer raus. Und man sieht auch noch, es war noch so was Gelbliches, Grausiges drin. Also mir war klar, da ist irgendwo kaputtes Gewebe, was trotzdem noch anfängt, sich so abzustoßen. Daraufhin habe ich dann begonnen mit Heligrysum, das ist die Strohblume, direkt zu tupfen, also auf ein Wattestäbchen dann direkt dazu reingetupft, weil ich gemerkt habe, hier drinnen irgendwo ist ein Herd. Daraufhin saß dann, also das war, habe ich dann ein paar Tage gebraucht, bis ich das dann gemacht habe. Aber hier sah es dann sozusagen 4 Tage später aus. Da schreckt man sich im ersten Moment, weil auf einmal dann während diesen Eintupfen ist gegangen, ist Pling und es ist ein Teil von dieser Haut, von dieser alten, kaputten eigentlich abgefallen. Dadurch war zwar das Loch größer, aber man sieht, es war schon rosiges, sauberes Fleisch, dann auf einmal ist nur noch zurückgeblieben. Was man hier sieht, ein bisschen, dass die Haut hier trockener war, das war natürlich durch die Anwendung der Öle. Ich habe hier sehr, sehr viel auch pur verwendet, weil ich einfach wollte, dass die Wunde auch trocken wird. Und er war jetzt nicht auch berührungsempfindlich oder so. Also daher war das für mich auch in Ordnung und für ihn. Hier sieht man dann, das war im weiteren Verlauf, sogar dasselbe Tag noch, nur ein bisschen andere Perspektive. Und da sieht man schon, ja, das schaut schon eigentlich deutlich netter und schöner aus. Dann nochmal 5 Tage später, schon super zugeheilt, also da haben wir auch keine Fliegenmaske und so mehr gebraucht, hatte schon eine nette Schorfbildung, also das ist hier zu, das glänzt zwar ein bisschen hier auf dem Foto, aber das war schon eigentlich sehr zu und ist wunderschön geworden. Und hier ist es dann quasi 2,5 Wochen, nachdem das Ganze passiert war, also war das komplett verheilt. Jetzt mittlerweile muss man wirklich danach suchen, also es ist kaum mehr eine Narbe geblieben, vor allem da war es noch etwas heller, aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz angepasst, auch mit der Haut. Und ja, so konnten wir das überstehen. Das war dann in Wirklichkeit eine recht unkomplizierte Angelegenheit, aber ich habe 3 bis 7 Mal am Tag mindestens diese kleine Wunde behandelt. Und das war schon wichtig, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich empfehle niemandem, sowas ohne Tierarzt zu machen. Aber ja, ich bin mit meinen Tierärzten eh in gutem Kontakt und ich habe dann auch danach nochmal mit ihm darüber gesprochen und gesagt, ja, du, wir hätten jetzt nicht viel mehr machen können als eine Wundsalbe oder antibiotische Salbe geben. Aber das hat schon gepasst, dass wir das quasi so gut übergeleitet haben. Dennoch, Tierarzt in so einer Situation zumindest drauf zu schauen und zum Reinigen, ist nicht schlecht. Aber hier sieht man, was möglich ist auch mit den Ölen. Und hier auch noch vielleicht ein paar Videos zur Selbstselektion, dass ihr mal seht, wie das dann ausschauen kann. Hier haben wir zum Beispiel eine Eselsdame. Das ist ganz interessant. Da haben wir ihr Geranie angeboten, eigentlich weil sie so eine wunde, eine abgefallene Warze am Beinchen hatte. Und wir gedacht haben so,
Gerani ist vielleicht so zur Hautpflege ganz, ganz passend, aber dann ist sie so auf dieses Gerani abgefahren, dass ich mir gedacht habe, das muss eigentlich noch mehr Grund haben, weil so schlimm war, sag ich mal, diese abgefallene Warze nicht, also so pflegebedürftig war das nicht. Und Gerani ist ja für herzöffnend, nach Traumen, nachdem man sich so in sich selbst zurückgezogen hat. Und dann wurde mir erzählt, dass die kürzlich ein Fohlen verloren hat. Also da hat es auch gerade sehr, sehr gut in diese Situation gepasst und auch dieses ganze Thema rund um die Emotionen mit den ätherischen Ölen. Also auch bei Pferden kann man da sehr, sehr viel bewegen. Ist ein Riesenthema für sich, aber können wir vielleicht auch gerne mal was dazu machen. Und ich zeige euch einfach mal ganz schön, wie man hier sieht, wie die Eseldame das geliebt hat, dieses Geranie, wie ihr das gut getan hat. Hier habe ich sie aus der Verschlusskappe mal riechen lassen. Da sieht man schon, sie wollte das unbedingt haben. Da habe ich so eine ganz, ganz kleine Menge in der Handfläche verrieben und ihr angeboten. Und das ist ja ganz lustig, wenn die Pferde manchmal sagen, war es nicht so intensiv, aber da ist nichts, warum liegt da nichts drauf? Aber das hat sie dann wirklich brav runtergeschleckt. Hier mal zum Vergleich zum Beispiel ein eindeutiges Nein von dieser Stute. Die war zwar neugierig, oh, ist das was zum Essen? Das mal dran gerochen und sagt, nö, interessiert mich nicht. Hat vielleicht doch wer was zum Essen. Also da war die Suche nach dem Essen deutlich, deutlich wichtiger als das Aroma des Öls. Und das ist für mich eher so, nein, das ist jetzt nicht das richtige Öl. Dann bietet man was anderes an, schaut, ob eben ein Ja dazu kommt und versucht halt wirklich das Passende zu finden. Hier ist auch so ein wunderbarer Fall, wo das Pferd mal einen tiefen Zug nimmt, aber auch mit beiden Nüstern, habt ihr es gesehen, dann mal kurz eine Pause macht und dann wollten wir so, okay, ist nichts, aber dann, nein, 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 bleib noch da, lass mir noch da und sich wirklich nochmal so eine Dosis geholt hat. Und man sieht so ein bisschen auch eben die Lippen, mit denen er versucht hat, die Augen sind so ein bisschen weich geworden. Also von daher, und es ist definitiv ein Interesse da, also das wäre auch ein gut passendes Öl für dieses Pferd gewesen. So einfach ist Selbstselektion in Wirklichkeit. Es ist jetzt keine wahnsinnig große, komplizierte Sache. Es geht wirklich darum, die Pferde lesen zu können, zu sehen. Fangen die Lippen zum Zittern an? Wie ist das mit den Nüstern? Wie intensiv nimmt das Pferd das auf? Entspannt sich der Körper? Entspannen sich die Augen, die Ohren? Also hier wirklich ganz, ganz viel drauf zu achten, was euer Tier, euer Pferd dazu sagt. Das war jetzt natürlich mal nur ein ziemlich kurzer, intensiver Überblick. Wie gesagt, das ist ein Thema, das könnte man noch deutlich, deutlich mehr ausweiten. Aber einfach mal so vielleicht für manche Anfänger, Neulinge auf dem Gebiet der ätherischen Öle für Pferde. Und wenn ihr da mehr dafür erfahren wollt, vielleicht mal Proben ausprobieren wollt, ja, einfach einen Ansprechpartner sucht, dann wendet euch einfach an die Person, die euch zu dem Webinar eingeladen habt. Oder wenn ich das war, dann schreibt mir eine Nachricht natürlich sehr, sehr gerne. Also ich bin gern bereit, da mit euch weiterzutun, weiterzuarbeiten. Und wichtig ist, dass man einfach herausfindet, was ist so das richtige Öl für euch. Und ich hoffe, es war einiges Neues für euch dabei. Es war auch ein bisschen unterhaltsam und freue mich ganz, ganz gerne auf das nächste Mal. Also dann bis bald. Ciao, ciao.